Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Ja, im letzten Part haben wir mit Eve 4 geschafft. Haben auch ein bisschen über bestimmte Sachen geredet. Lazarus, ne? Ja, wir machen Lazarus. Ich habe jetzt zum Glück... Bad Trip. Jo, cool. Ich habe jetzt zum Glück erstmal ein Ersatzhandy von einem Kumpel bekommen. Ich bin endlich wieder erreichbar. Und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich irgendwo ein gutes Handy für mich... Oh. Ein gutes Handy für mich kriege. Ganz, ganz früher hatte ich ein iPhone. Doch dann irgendwann habe ich gesagt, nee, ich will kein iPhone mehr. Und habe dann eigentlich immer ein HTC gehabt. Was ich auch immer gut fand. Ne, irgendwie HTC ist heutzutage nicht mehr so vorhanden, will ich sagen. Ich muss mal gucken. Meine Freundin hat auch gesagt, hey, was ist mit Samsung? Aber ich weiß nicht, da bin ich irgendwie... Wenn ich mir das Samsung von meiner Freundin angucke, dieses ganze Betriebssystem und das Menü, das ist nicht so meins, bin ich ganz ehrlich. Naja, da muss ich jedenfalls mal ein bisschen schauen jetzt, ob ich da irgendwas Gutes finde, was keine 800 Euro kostet. Shielded Tears, okay. Wow. Nehme ich gern mit. Naja, so sieht's momentan aus. Ja, die Nachbarn. Ich will nicht sagen, ich gehe denen aus dem Weg. Na, ich mach mein Ding. Aber die gehen mir halt, wie im letzten Part schon erwähnt, am Sack vorbei. Sollen die ihr Ding machen? Ich mach mein Ding. Ist mir alles egal. Sollen mich bloß nicht irgendwie nerven. Ja, bin auf jeden Fall wieder ein bisschen entspannter, nicht mehr so genervt, wie beim letzten Part. Und das heißt, wir können einen ganz normalen, entspannten Part Isaac machen. In der Hoffnung, dass wir das mit Lazarus schaffen, ohne ein Leben zu verlieren. Das wäre nämlich der Shit. So, ich muss halt aufpassen, weil ich die Glascannon habe. Wenn ich jetzt Schaden kassiere, dann tut's weh. Hey, cool. Der Sprinkler. Wir gehen nicht auf Devil Deals. Wir brauchen die Herzen. Hey, Samson unlocked. Cool. Okay, wo gehen wir hin? Was machen wir? Ja, sonst gibt's nicht viel Neues. Fuck. Das war nicht gut. Wie schon im letzten Part erwähnt, spiele ich in letzter Zeit, seit das Halloween-Event da ist, spiele ich wieder Pokémon Revolution Online. Und ich habe mein Halloween-Carpador bekommen, was auch nicht so schlecht ist von den Werten her. Vom Wesen her. Es ist echt solide. Ist jetzt nicht mega perfekt.
Vielleicht gehe ich nochmal so ein bisschen Carpador jagen. Mal schauen. Aber fürs Erste reicht es mir. Ich will nämlich noch. Oh, wie heißt das? Kaumalat? Dieser kleine Drache da, Bodendrache da. Oh, was haben wir denn hier? Den will ich mir halt auch noch besorgen. Sieht halt in dem Halloween-Style mega cool aus. Jetzt jage ich den halt erstmal. Was, wie sagt man so schön, ein Pain in the Ass ist. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück. Und ich denke mal, wenn ich so die Pokémon erstmal gejagt habe, die ich haben will, dann kann ich, wenn das Event dann immer noch besteht, dann kann ich gucken, ob ich sie vielleicht nochmal besser kriege. Na? Ah, fuck. Aber wie gesagt, erstmal reicht es mir, was ich da bekommen habe. Okay, würdet ihr bitte, bitte sterben? Ihr macht mir unglaublich Angst, weil ich die Glascannon dabei habe. Das ist nice. Ja, und sonst gibt es bisher eigentlich nicht viel Neues. Okay, das will ich haben. Wir benutzen die Glascannon erstmal, um uns den Weg zum Boss frei zu machen. Aber bevor ich zum Boss reingehe, nehme ich Duplopia mit. Weil wenn wir einen Angel Deal kriegen sollten, dann kann ich den duplizieren, was mega nice wäre. So, Duplopia, Soul Heart und auf geht's. Ich habe Bomben für den Boss. Shit. Komm schon. Kein Angel Deal. Okay, hoffen wir auf der nächsten Ebene. Das war ein Kriegen. 67%. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viel getroffen werde. Die kleinen Freunde hier sollten mir dabei eigentlich sehr helfen. So, ich bräuchte nämlich mal langsam ein bisschen was, was meinen Damage erhöht. Und wenn ich jetzt beim Angel Deal sowas wie Sacred Heart bekomme, was ich dann duplizieren kann, ich glaube, dann wird der Run richtig broken. So ein doppeltes Sacred Heart? Ey, warum nicht, ne? Warum gibt er mir nicht kleiner als 3? Ach du Scheiße. Ah, cool. Boah, vor denen habe ich immer ein bisschen Panik, wenn die so durch die Gegend springen und ihren Shit machen. Oh mein Gott. Dankeschön, kleine Freunde. Oh mein Gott. Das war so klar. Secret Room? Und kein Solar.
Ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. So, nice. Wo gehe ich lang? Ich gehe mal hier lang. Ach du Scheiße. Cool. Das hat jetzt viel gebracht. Ach du Scheiße. Ich will doch einfach nur zum Boss. Beziehungsweise in den Goldraum unterwegs vielleicht einsammeln. Vielleicht ist da auch ein schönes Damage-Up drin. Ach du Kacke. Nice. Fuck. Nicht gut. Okay, da ist wenigstens der Boss schon mal. Okay, ist in Ordnung. Okay, einen haben wir wenigstens schon mal gekillt. Ich denke mal, ich werde ein paar Bomben bei dem benutzen müssen. Nice. Und wir kriegen einen Angel Deal. Ist doch nice, kann ich beide Sachen mitnehmen? Ach, das geht noch gar nicht. Okay. War jetzt kein Angel Deal, den ich mir erhofft habe. Wir haben immer noch kein Damage abbekommen. Aber es ist besser als nichts. Vor allen Dingen habe ich den kleinen Engel jetzt dabei, der eigentlich ein guter Begleiter ist, meiner Meinung nach. Und wir können unglaublich hohe. Ein unglaublich hohes Tiers abkriegen, wenn wir die ganze Zeit in eine Richtung schießen. Also ist nicht so schlecht, was wir hier haben. So, jetzt muss ich mich nur darauf konzentrieren, nicht mit Lazarus zu sterben. Dann schalten wir nämlich auch noch Bethany frei. Und das wäre der Shit. Auch wenn Bethany jetzt nicht mein Lieblingscharakter ist. Oh, das ist gut. Damage up. So, gehen wir mal hier lang. Wo sind wir? Kriegen wir den Boss Rush so hin? Vielleicht. Ich meine, unser Damage erhöht sich, wenn wir Gegner treffen. Au. Vielleicht schaffen wir den Boss Rush ja. Oh mein fucking Gott. Okay, da geht unsere Deal-Chance hin. Aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Solange wir nicht sterben, ist alles cool. Und das ist der gute Warer.
Die hab einfach War. Ja, zu mir den Gefallen. Einfach krepieren. Und ein weiterer Meatball. Jetzt haben wir einen Meatball, der schießen kann. Cool. Der letzte Run. Der letzte Run war eigentlich gut mit Eve. Ich glaube, weil ich so viel gelabert habe und einfach gespielt habe. Ich habe gute Sachen in dem Run bekommen. War recht strong am Ende. Ah, oh, fuck. Gut, das war richtig dumm. Einfach da in den Laser reinzulaufen. Wir haben ja Bomben und Schlüssel, also guck ich mal, was wir hier... Ah, Müll. Cool. Okay. Geht weg. Ah, oh, die Schilde-Tiers, die sind aber gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Schilde-Tiers mir noch den Arsch retten. So ein bisschen. Ich habe auch schon eine Idee für eine neue Let's Play-Reihe. Da bin ich vorhin drauf gekommen. Ich werde es mir noch mal in Ruhe überlegen. Aber als ich vorhin so ein bisschen auf YouTube unterwegs war, habe ich ein Video gesehen, wie jemand Monsters Sanctuary spielt. Ein wunderbares Spiel meiner Meinung nach. Ich habe es komplett durchgesuchtet, als ich es das... Natürlich ist hier kein Donatomat. Ja, wie gesagt, ich habe es komplett durchgesuchtet, als ich es mir mal runtergeladen hatte. Ich habe es angefangen zu spielen nachmittags. Und ich habe es den ganzen Tag gezockt. Und meine Freundin, die geht ja eh immer früher als ich ins Bett. Und als sie dann morgens aufgewacht ist, kam sie zu mir ins Zimmer und sagte nur so: "Warst du die ganze Nacht wach?" Und ich gucke sie an und sage: "Schatz, tut mir leid, aber das Spiel, es fesselt mich einfach zu sehr. Ich kann nicht aufhören." Wirklich ein schönes Spiel. Und ich habe mir überlegt, ey, Monster Sanctuary. Es geht ja so in so eine Richtung wie so ein Pokémon-Spiel. Du bist der Monstertrainer und musst da gegen andere Monster kämpfen. Manchmal hast du auch Kämpfe gegen andere Monstertrainer und sowas. Also es ist im Prinzip ähnlich wie so ein Pokémon-Spiel. Und da habe ich mir gedacht, ey, im Prinzip ist es wie ein Pokémon-Spiel. Ob mal in Monster Sanctuary auch sowas wie eine Nuzlocke machen könnte. Man wird es nicht machen können wie bei Pokémon, so oh, pro Route fängst du ein Pokémon. Das wäre in Monster Sanctuary, glaube ich, ein bisschen hart. Aber es wäre ja eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, oder? Ich kann es mir interessant vorstellen, dass wenn eins der Monster dann im Kampf besiegt wird, da muss man es weglegen, dann darf man es nicht mehr benutzen. Und muss halt andere Monster benutzen. Also wird sicherlich extrem hart. Weil zum Ende hin finde ich schon, dass das Spiel an Schwierigkeit sehr zunimmt. Aber es wäre ein Versuch wert, würde ich sagen. Komm, dann haben wir Conjoined. Conjoined ist eigentlich immer eine gute Sache. Vor allen Dingen mit Shielded Tears, glaube ich. Da könnte Conjoined sehr schön sein.
So, immer schön in die Richtung hier schießen. Naja, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, ob es irgendwie machbar ist, so eine Nuzlock in Monster Sanctuary. Und dann werden wir mal schauen, ne? Ob das vielleicht irgendwann mal kommt. So, jetzt muss ich mich erstmal hier auf den Boss Rush konzentrieren. Weil das fände ich echt mega, wenn ich den jetzt noch mitnehmen könnte hier. Ich meine, ich würde mal so behaupten, von der Stärke, die wir haben, durch... Ich weiß gar nicht, wie das Item heißt. Eagle Eye oder so. Eigentlich müssten wir es hinkriegen. Auch wenn es gerade ein bisschen mies aussieht. Komm schon. Nice. Da oben ist ein Herz. Oh, Dark One. Gefährlich. Ja. Und da kommt der Brimstone. Und da kommt der Brimstone schon wieder. Oh mein Gott. Eigentlich müsste ich auf der linken Seite des Raums kämpfen. Weil da sind die kleinen Gehilfen von mir. Ja, Pin ist kein Gegner, würde ich mal sagen. Der Engel. Ja, der Engel kassiert auch gut. So, jetzt muss ich nur aufpassen auf meine Herzen. Oh mein Gott, nein. Wer ist das? Peep? Bloat? Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Oh, er ist schrecklich. Er ist schrecklich. Er hat uns, glaube ich, auch bei Eve den... Ne, bei Eve? Bei wem war das denn? War das bei Eve? Ja, ich glaube, das war bei Eve. Da hat er uns den Boss Rush gekostet. Komm, komm, komm. Damage, Damage, Damage. Komm, 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 komm. Bring ihn um. Okay, War ist kein Problem. War ist ein schwacher Gegner. Wo ist er denn? Da ist er. Na, komm mal her, du. Nice. Okay, ist okay. Auch wenn ich... Ja komm, wir müssen Death umbringen. Death könnte eklig werden. Au, shit. Komm schon, bring ihn um. Gut. Sein Pferd ist auch schon tot. Jetzt müssen wir nur noch den kleinen Diddlehorn killen. Aber ich frage mich, wie viele Bosse noch kommen. Okay, nicht schlimm. Ist eine gute Runde. Nur auf den Kackhaufen ein bisschen aufpassen. So. Wen haben wir? Okay. Der Wurm ist das größere Problem, meiner Meinung nach. Ah. Bring ihn um. Bring ihn um. Okay, nice. Oh, richtig Damage gefressen schon. Nice.
So, könnte irgendeiner von euch Säcken vielleicht nochmal irgendwie Herzen fallen lassen oder so? Das fände ich richtig Premium. Oh, der zweite Engel. Dann holen wir euch mal hier hin. Eventuell machen die kleinen Kollegen auch ein bisschen Kontaktdamage. Nice. So, jetzt du. Nice. Ja. Nicht so cool. Ich habe auch keine Bomben mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Der muss sterben, der muss sterben. Okay, nice. Wir haben noch gut was an Leben. Wir sind gut dabei. Ein Soul Heart. Okay, das ist auch eine easy Runde. Das sind jetzt nicht die schwersten Gegner. Das sollte man hinbekommen. Gestern war ein schöner Tag. Gestern sind wir, also momentan ist hier bei uns Kirmes. Und gestern sind wir, waren schon mal kurz auf der Kirmes, weil wenn Kirmes ist, dann gehen wir da wenigstens hin, um uns ein bisschen süß zu holen, ne? Man kennt Schokofrüchte und gebrannte Mandeln und so ein Kram, ne? Also wir waren schon auf der Kirmes, um so ein bisschen zu essen. Gestern sind wir nochmal so ein bisschen auf die Kirmes gegangen, haben da was gegessen. Necropolis, cool. Missing No. Und wir kriegen Pokéball. Cool. Boss Rush geschafft. Wenn wir jetzt noch Mom's Heart schaffen, dann bin ich zufrieden. Wir müssen nicht unbedingt Satan machen. Aber dann bin ich schon mal zufrieden. Jedenfalls, ne, waren wir dann noch für Kirmes. Haben dann eine Kleinigkeit gegessen. Und sind dann später ins Kino gegangen. Das Kino hier bei uns. Ich muss sagen, seit die umgebaut haben, gehe ich sehr gerne ins Kino. Die haben die Preise angepasst, dass es nicht mehr so unheimlich teuer ist. Auf Reaktion zu Netflix und dem ganzen Kram. Na, die Leute gucken ja nur noch auf Netflix, auf Amazon Prime, Disney Plus und wie der ganze Kram heißt. Und gehen ja im Prinzip gar nicht mehr so richtig ins Kino. Und da hat das Kino bei uns gesagt, okay, wisst ihr was? Wir passen die Preise ein bisschen an, dass es wieder attraktiver wird, ins Kino zu gehen. Fand ich schon mal eine coole Sache. Und was sie dann noch gemacht haben, sie haben das Kino ein bisschen überarbeitet. Man sitzt jetzt in so richtigen Luxussesseln, wo es richtig Spaß macht, ins Kino zu gehen. Man hat Platz, es ist nicht mehr so eng. Man kann den Sitz verstellen, dass man da halb liegen kann und es ist so angenehm, jetzt ins Kino zu gehen. Und ich werde sterben. Nein, doch nicht. Gut. Und da haben wir uns gestern Smile angeguckt. Dieser Horror-Thriller-Film, der seit neuestem jetzt raus ist. Mal gucken, ob ich an das rote Herz da unten drankomme. Und, na, komme ich natürlich nicht dran. Und ich war sehr gehypt. Den Trailer fand ich sehr interessant von dem Film. Deshalb habe ich meine Freundin so ein bisschen überredet, ey, komm, lass da reingehen. Sie mag eigentlich also Horrorfilme. Alles, was so ein bisschen gruselig ist, da kannst du meine Freundin eigentlich vergessen. Das ist überhaupt nichts für sie. Na? Aber sie hat gesagt, ja, okay, komm, gehen wir rein, gucken wir uns an. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so enttäuscht. Der Trailer, da hatte ich Hoffnung, dass es ein guter Film wird. Aber so der Film,
die Story vom Film war jetzt nicht mega interessant. Ne, es geht um eine Therapeutin. Und die Therapeutin hat eine Patientin bekommen. Die Patientin war total verängstigt und verschreckt. Und na klar, die Leute denken, oh, das ist eine fucking Verrückte. Und diese Patientin hat immer gesagt, ja, sie wird verfolgt von etwas. Und dieses Etwas lächelt sie halt immer an. Ne, deswegen Smile, ne? Und ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne? Und jedenfalls hat dann dieses Etwas die Therapeutin später verfolgt, ne? Ist klar. Ist halt, keine Ahnung, war halt offensichtlich, dass das so passiert, ne? Und ich weiß nicht, es war so, es war teilweise einfach so dumm geschrieben, dieser Film, und so, es war nichts Gruseliges, dass man wirklich sagt, boah, fuck, das ist gruselig, boah, ich scheiß mir ein oder so. War gar nicht wirklich. Es war eher so, okay, wo packen wir den nächsten Jumpscare hin? Wann kommt der nächste Jumpscare? Und ja, dann machen wir jetzt hier noch einen Jumpscare. Und meine Freundin saß dann natürlich im Kino, und sobald irgendein Jumpscare kam, ist sie zusammengezuckt und hat sich so ein bisschen erschreckt. Und ich saß da und ich habe mir gedacht, ja, okay, ist ein fucking Jumpscare. Was ist denn jetzt gruselig da dran? Was ist denn jetzt... Also da habe ich andere Horrorfilme gesehen, wo ich wirklich Angst hatte. Ja, enttäuschend ein bisschen, ne? Das Ende des Films hat mir halt auch gar nicht gefallen. Ne, ich werde jetzt nicht spoilern, wie das Ende des Films ist. Und dieses Wesen, um das der Film ging, das war halt auch, keine Ahnung. Ich habe es gesehen und ich denke so, ja gut. Und jetzt? Also, pff, keine Ahnung. Fucking enttäuschend halt einfach, ne? Ja. Schade. Schade, schade. Ich hätte mich sehr auf einen schönen, guten Film gefreut. Aber das sollte anscheinend nicht sein. Aber guck mal, wie easy wir mal ums Hard killen. Ist ja unglaublich. Okay, jetzt muss ich mich bewegen. Easy peasy. Lemon squeezy. Ja komm, wir probieren's. Wir gehen hoch zu Isaac. Mal schauen, ob wir Isaac gekillt kriegen. Everything is terrible. Wrapped baby. Bethany. Oh mein Gott, wie viel wir unlocked haben. Ach, die Geister, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich würde den Film nicht weiterempfehlen. Dann würde ich sagen, okay, wartet, bis der irgendwo bei Netflix oder so ist. Andere Leute würden ihn vielleicht weiterempfehlen. Keine Ahnung, ist halt auch immer alles so Geschmackssache. Mein Geschmack hat der Film nicht getroffen. Aber gut. Ich habe eh langsam das Gefühl, dass keine guten Filme mehr rauskommen. Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, ist noch gar nicht so lange her. Pokéball! Ist noch gar nicht so lange her. Das Singen der Flusskrebse oder so hieß er, glaube ich. Irgendwie so. Ist halt... Ich weiß gar nicht, was für ein Genre der Film war. War auch so ein bisschen tragödiemäßig oder ich weiß es gar nicht. Aber der hat mir gefallen. So die Story, die Handlung von dem Film,
Das war nicht schlecht. Eigentlich nicht so die übliche Sorte von Filmen, die ich gucke. Aber der war echt nicht schlecht. Aber sonst, ey, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kommt nur noch Scheiße. Ja, und als ich dann jetzt so gesehen habe, ey, hier Avatar, Aufbruch nach Pandoria oder Pandora, wie die Scheiße heißt. Oh, wir bringen den Film wieder ins Kino. Da habe ich mir auch gedacht, ey, das ist doch ein Witz. Jetzt werden alte Filme wieder aufgewärmt und kommen wieder ins Kino, oder wie? Hä? Macht mal neuen Scheiß, guten Scheiß. Und nicht den alten Shit da. Ist genauso wie bei den Videospielen. Oh, wir machen ein Remake. Oh, jetzt machen wir ein Remaster. Oh. Anstatt einfach mal neue coole Spiele zu machen. Boah, ich glaube, der Skelett-Dude, das war gut, dass ich den eingefangen habe. Der ist ja mal übelst strong, der Skelett-Dude. Der schießt dieses blaue Feuer. Dude, Alter. Du gehst ja mal richtig ab. So, Isaac, wo bist du? Tinted Rock. Interessant. Doorstop. Cool. Nein! Mein Skelett-Buddy ist tot. Okay, würdest du bitte einfach sterben? Na, willst du nicht, ne? Okay, Isaac. Isaac müssten wir easy killen können eigentlich. Pokéball, komm her. Dann nehmen wir noch das Herz mit. Und dann wollen wir Isaac mal auf die Schnauze hauen. Isaac. Komm raus, Schwabbelbacke. Kommt er nur so vor oder haben die den Isaac-Kampf so ein bisschen gebufft? Der kommt mir irgendwie gefährlicher vor als früher. Früher fand ich den nicht so gefährlich. Komm schon, töte ihn. Du. Du kleiner stinkiger Isaac. Aua. Da fliegt der einfach in mich rein. Ah. Komm schon. Kill ihn. Boah, dann haben wir mit Lazarus auch echt einen guten Run hingelegt und viel abgeschlossen, ja. Freut mich. Schade, dass wir noch nicht in die Chest kommen. Aber das wird bald. Boom. Guter Run. Wirklich guter Run. Muss man einfach mal sagen. Was haben wir noch freigeschaltet? Lazarus Rex. Ja, cool. Oh, Maggie haben wir noch nicht. Cain, Judas, Eve, Samson, also Lazarus. A Greed Mode with Other Seal. Das können wir demnächst auch mal machen. Apollyon weiß ich gar nicht, wie man den. Und dann fehlt uns noch Lost und Forgotten. Aber für Forgotten müssen wir erstmal in Dark Room. Ja gut, Leute. Das war ein schöner Run. War ein guter Run. Ist recht stark noch am Ende geworden, will ich behaupten. Also
War nicht schlecht. Leute, schaltet auf jeden Fall ins nächste Video auch wieder mit rein. Schaut euch alle anderen Videos an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich sag dann mal, bye bye.